Und damit herzlich willkommen zurück zu Art of Rally. Wir begeben uns in die Rally 1973 in der Gruppe 3. Wir bleiben bei der KI-Schwierigkeit und der Dingens und fahren heute nicht weiter den Esky, sondern wir fahren den Il Nonno. Den britischen und deutschen Trend zu preislich erschwinglichen Modellen, die der Homologation für Rallye-Autos dienten, folgten die Italiener mit dem Nonno 313. Mit einer Karosserie aus Fiberglas und einem neuen Federungssystem gewann es viele Meisterschaften und wurde über 30 Jahre produziert. Let's fucking go! Kurz mal gucken, ob wir eine coolere Lackierung haben. Ich mag die, bin ich ehrlich. Die ist auch cool. Die erinnert mich sehr an Absolute Drift. Wir bleiben bei der. Drei Etappen. Wir beginnen auf Sardinien. Italien Rallye. Rallye 1 von 1. Achso, ja. Rallye 1 von 1, Etappe 1 von 3. San Benedetto. Let's go. Etappe beginnen. Meine Güte. Und ich muss zugeben, ich bin mir nicht sicher, ob ich in irgendeiner Form besser werde im Spiel. Ich denke nicht. Macht aber trotzdem Spaß, muss ich sagen. Also mir ist eigentlich auch egal, welche Platzierung wir hier mitnehmen. Ich will im Endeffekt alle mal auf Ersten machen. Einfach um das Spiel durchgespielt zu haben, aber naja. Hallo? Fred hat sich übrigens mir darüber unterhalten, dass er das Spiel jetzt auch angefangen hat. Und bisher den ersten Freeroam gemacht hat und keine stabilen FPS hat. Kann ich bestätigen. 140. Problemlos. Also niedrig so 140. Ich bin auch zwischendurch auf 160, aber komplett problemlos. Ja, okay, das verstehe ich, dass du mich hier zurücksetzt, Freund. Das davor habe ich nicht verstanden. Das habe ich gar nicht verstanden. Aber gut. Meine Güte. Hauptsache die ganze Zeit auf dem Dreck fahren. Total smart Fisch, total smart. Knallt auf jeden Fall gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das hier für ein Fahrzeug sein soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Fiat ist. Wahrscheinlich ein 131 oder sowas. Ich bin mir bei den Fiats auch nicht ganz sicher mit der Durchnummerierung, ehrlich gesagt. Da gab es so viel. Ich weiß, dass ich einen 126 mag. Und auch lieber den Bambini als den Maluch. Aber auch der Maluch, also im Endeffekt dasselbe Auto, witzige Autos. Allen voran natürlich mein Lieblings-Fiat, der Fiat 500. Ich mag den der Fiat Uno. Ich mag den den X19. Auch ein schönes Auto. Den alten 500er finde ich extrem witzig. Überlege ich mir tatsächlich auch mal irgendwann mehr einen anzuschaffen, weil, also legitim, ich bin jetzt nicht für der allzu Kleinste. Sieht sehr witzig aus, wenn ich drin sitze. Meine Mutti hat einen. Und, also ich kann aus dem Schiebedach oben rausgucken. Sagen wir einfach so, Faltdach, Entschuldigung, ist kein Schiebedach, Faltdach. Ich kann aus dem Faltdach oben rausgucken. Und sitze dann besser drin, als wenn es zu ist. Hast aber ziemlich viel Fliegen zwischen den Zähnen, muss ich sagen. Also allgemein so Kleinwagen ist absolut meins. Deshalb bin ich auch sehr sad, dass aktuell ja quasi nur noch hässliche Drecks-SUVs gebaut werden und nicht mehr wieder ein anständiger Kleinwagen. Finde ich sehr viel cooler als den nächsten Scheiß-SUV. Und dann so, ja, wir bauen jetzt kleine SUVs. Drive an Italian car in Italy. Italy. Ja, sind Dritter geworden. Ich meine, 10 Sekunden hätten wir uns sparen können. Wir haben nur 7 Sekunden, ne? Also von daher. Der hat eine Reifenpanne gehabt und ist trotzdem nicht letzter, Alter. Gut, wir setzen fort. Und gehen in die Etappe 2 auf Schotter am Abend. Und zwar in Portumaggia. Ich hoffe, ich spreche die Sachen richtig aus. Ich habe ein bisschen Italienisch gelernt, aber nicht genug. Ich müsste mal wieder lernen. Und ich sehe gerade, dass es bei mir in der OBS-Aufnahme laggt. Ich hoffe, dass es nur dass das nur jetzt meine Ansicht ist und nicht tatsächlich die Aufnahme scheiße ist. Weil an sich, also ich habe hier flüssige 160 FPS ohne Probleme.
Gut, jetzt gerade mit Nebel wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass die Sicht eingeschränkt ist, wahrscheinlich ein bisschen mehr Frames. Ich hätte es auch gefeiert, wenn es hier einen First-Person-Modus gegeben hätte. Wie witzig wäre denn das bitte, hier in diesem Much-Spielen First-Person-Modus zu haben. Also, Entschuldigung, Much-Spiel meine ich selbstverständlich nicht als schlechtes Spiel, sondern ist halt ne, kein klassisches First-Person-Rennspiel-Ding, sondern halt so ein, hallo, wir sehen cool aus und haben dabei noch nette Funktionen. Ich mag es ja extrem gerne, die Grafik, aber es ist jetzt halt nichts, was zu einer First Person einlädt, ne? Falsche Taste, ich habe gerade X gedrückt anstatt B zum Driften. Ich bleibe ja dabei, B ist einfach auch nicht das Richtige zum Driften, da wird Freddy mir jetzt wahrscheinlich widersprechen. Ich drifte immer auf A in eigentlich allen Spielen und hasse das auch auf einer anderen Taste zu driften, aber naja. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt gerade auf X kam, wo war das X? Schalt doch runter! Meine Fresse, Alter. Könnte Unbound gewesen sein, wo das auf X war. Bin ich mir aber nicht sicher. Ist ja prinzipiell aber auch egal. Au. Ich muss auf jeden Fall auch mal auf hohem Schaden spielen. Das ist bestimmt witzig. Weil dann haben wir vielleicht auch mal eine Panne. Muss ich mal gucken. Vielleicht stelle ich das zum nächsten Mal hoch. Ich muss auch mal schauen, ob wir zum nächsten Mal nicht sogar... Okay, da crashe ich jetzt auf jeden Fall rein. Wir können ja mal kurz in den Fotomodus gehen. Ah, so finde ich das schon ganz gut, muss ich sagen. Klick. Das sah nämlich auf dem Bild nicht so aus, als ob wir da rein crashen, sondern eher als ob wir cool um die Kurve gefahren kommen. Spoiler. So will ich. Wenn noch ein Jump dabei ist, nehme ich vielleicht einen Jump. Jumps habe ich allgemein jetzt nicht so viele. Aber ich muss sagen, das mit den Thumbnails jetzt so nebenbei machen, ist eigentlich ganz geil. Das funktioniert auch ganz gut. Vor allem, wenn ich das schon während der Aufnahme mache, dann muss ich das nicht im Nachhinein machen. Das spart mir sehr viel Zeit. Und ich glaube nicht, dass es einen jetzt krass rausreißt. Dementsprechend, also hier ist ja auch nichts, was einen krass rausreißen könnte. Dementsprechend, mal gucken. Aber ich bin ganz zufrieden, dass ich das in dem Projekt mal so mache. Weil es sich hier auch einfach anbietet, finde ich. Na, jetzt in Kingdom Come oder so sehe ich das einfach überhaupt nicht. Also gar nicht. Vor allem nicht über ein paar hundert Parts, da jedes Thumbnail... Okay, das war klug. Nicht über 100 Parts oder mehrere hundert Parts jedes Thumbnail da einzeln machen. Ich mag es halt auch allgemein einfach, wenn es ein bisschen gleichmäßig ist. Wenn man sofort erkennt, yo, die gehören zusammen. Und das erkennt man bei Art of Ready ja auch ganz gut, was das einzige Spiel ist, wo ich das so mache. Ach, leck mich, das war doch noch nicht Outside. Track Limits heißt das im, in der Formel 1, ne? Oder? Ich glaube ja. Wenn man die Track Limits ausschöpft oder überschreitet. Naja. Sehr schön. Ich muss sagen, der Fiat fährt sich aber ganz gut. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Bin ich ganz ehrlich. Kann man mit arbeiten. Ich glaube nicht so gut wie das 220i. Oder hieß ja einfach nur das 220? Weiß ich gar nicht mehr. Kann auch sein, weil es hieß ja das 119i. Kann sein, dass es das 220 hieß. Aber jetzt auf keinen Fall schlecht. Komm. Gleich sind wir da. Upsi. Upsi. Bin mal gespannt, wie weit wir hinten sind. Aber eventuell sind jetzt auch andere vor mir und nicht die beiden aus dem ersten. Finish a stage during fog. Wir sind Zweiter geworden. Nur Walter Roll ist vor uns. Walter Roll. Auch um 3.13. Ja, okay. Gut, das waren die 10 Sekunden, die wir durch Track Limits gekriegt haben, ne? Ich bin im Rallye überhaupt nicht drin, dass ich irgendwie... Roger Clarkson,
könnte mir auch bekannt vorkommen, aber also ich bin jetzt nicht so tief drin, dass ich die Namen kenne. Dementsprechend, also wenn ihr irgendwelche Namen nennt, seht, die ihr kennt, schreibt es gerne in die Kommentare, wer ist. Walter Roll kann ich mir gerade so selbst übersetzen, sage ich jetzt mal. 3,7 Meilen, kürzester, okay. Dann hier keine Fehler machen dieses Mal. Dann kriegen wir die vielleicht auch mal. Genamari. Oder Genamari. Irgendwie sowas wahrscheinlich. So, Reparaturen, automatische Reparatur, Etappe beginnen. Ja, das war okay als Start, würde ich sagen. So. Ich muss mal gucken, ob es zu. Okay. Ob es zu Art of Ready ein vernünftiges Wiki gibt, wo man nachgucken kann, welches Auto was sein soll. Mir hat übrigens ein netter Zuschauer kommentiert, dass der. Il Cavallo oder so, auf jeden Fall ein Ferrari ist, nämlich ein Ferrari 308, I guess. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Hat auf jeden Fall kommentiert gehabt. Vielen Dank nochmal dafür. Finde ich echt geil, also Zuschauerinteraktion immer mega nice. Ich stelle ja auch gerne mal Fragen. Und wenn mir die einer beantwortet, bin ich immer happy. Ich habe gesehen bei Freddy, der hatte mir neulich mal einen Kommentar geschickt, wo ich mir dachte, irgendwie halbe Buch, wer soll lesen? Der hat jetzt irgendwie einen Zuschauer, der ihm die Lego Ninjago Lore erklärt. Da freue ich mich ja schon, wenn ich bei ihm Lego Ninjago gucke, dass ich mir die Lore dazu durchlesen kann. Also einfach Ehre. Geiler Typ auf jeden Fall. Bin ich ganz ehrlich, so Lorebook zum Let's Play dazu lesen, immer richtig geil. Und vor allem für einen, der das halt selber. Also für den. Meine Güte. Für den, der es produziert, halt auch mega geil, weil du hast halt Zuschauerinteraktionen, ne? Beste, was du auf dem Video haben kannst. Und du hast halt eine hochwertige Zuschauerinteraktion und nicht irgendwelche Bots, die einfach nur in den Kommentaren spammen und halt Arschfotos haben. Au. Das könnte unser erster Platz gewesen sein, würde ich sagen. Weil das sehe ich jetzt nicht mehr. Können wir nur hoffen, dass Walter Roll nicht Walter Roll gemacht hat und gut performt hat. Au, da hätten wir auch ein bisschen besser drum fahren können. Straße immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hat man halt auch immer Grip, ne? Weil ich sagen muss, irgendwie mit 28 Meilen hier um so eine weiche Kurve nicht drum fahren können, auch schon wieder ein bisschen komisch. Wir fahren irgendwie 60 Meilen, das sind so 100 km/h. Als ob du die Kurve ja nicht mit 100 hättest nehmen können, ne? Ja, wieder Schotter, besser. Schauen wir mal. So, ein bisschen abkürzen hier. Also das heißt ein bisschen abkürzen. Da hatte ich gerade wieder ein bisschen Angst vor den Heuballen, bin ich ehrlich. So. Meine Güte. Das geht aber gerade ganz gut, muss ich sagen. Shit. Das war nicht so gut. Heieiei. Also ich muss sagen, Schotter, fahr doch hier bitte wieder rauf, danke. Schotter fahre ich gerne. Eis und Schnee fand ich jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Aber das ging noch ganz gut. Erster geworden und damit auch Erster in der Gesamtwertung. Oh, Walter, wo bist denn da abgeblieben? Junge, 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 plus 50 Sekunden. Haben sie da wieder verarscht? Egal, wir sind durch. Das heißt, ich würde sagen, wir können heute auf jeden Fall auch noch oh, Walter ist Zweiter geworden, 54 Sekunden auf uns, okay. Ich würde sagen, wir können heute auch noch die Daily machen. 33% Etappensiege, 25 Pünktchen. Damit haben wir die Season auch gewonnen. Ja, ist okay. Damit haben wir freigeschaltet in der Gruppe 3. Den Cavallo 803, der Ferrari 308 ist, glaube ich. Eines Tages spazierte jemand auf das Tunen von Autos für Rundstreckenrennen spezialisierten Firma in einen Schauraum
zeigte auf ein Modell mit V8 Mittelmotor und sagte, das wäre ein fantastisches Rallye-Auto. Dürfen wir es uns für ein paar Monate ausborgen? Das Ergebnis war ein gut ausbalanciertes sowie erfolgreiches Auto und ein Stück des Weges zur späteren Gruppe B-Version. Nice. Schöner V8. Und dann haben wir noch zwei Farben freigeschaltet, nämlich einmal die Farbe, die wir für den Dingens schon hatten, jetzt auf dem La Bologna. Ach nee. Ah, das ist der La Longiana. Kleiner Spaßfakt. Ich besitze so ein Auto. Also so einen. Nicht in der Rallye-Variante jetzt unbedingt, aber so einen. Ja. Beim nächsten Mal machen wir das nächste hier. Ich frage mich nur, wann der kommt. Ist der in Gruppe 4 Auto? Keine Ahnung. Kann ich ja noch nicht reingucken. Gut. Wir gucken mal nach, ob wir heute noch das tägliche Event machen können. Ja, können wir noch. Sehr schön. Sehr schön. Auch in Sardinien. Nice. Mit welchem Auto? Frage für einen Freund. San Giovino Monreale. Let's go. Etappe beginnen. Okay, hier so ein... Ist das so ein Osteimer? Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich hätte gesagt, das ist so ein Osteimer. Junge, Junge, Junge. Kann ich irgendwo sehen, welches Auto das ist? Nö, ne? Nö. Okay, ich bin mir unsicher, welches Auto das ist. Aber egal. Wir fahren einfach mal zu Ende. Die Etappe ist nicht sehr lang. Um nicht zu sagen, sie ist sehr kurz. Wäre geil, wenn es so ein eine Monatsrallye gäbe. Und je nachdem, welchen Platz man halt in den einzelnen Etappen belegt hat, kriegt man dann halt eine Endplatzierung. Damit hätten halt Leute, die täglich spielen, einen übelsten Vorteil. Weil du dann ja viel mehr Punkte und viel weniger Zeit sammelst, als wenn du es nicht spielst. Oh Gott, Alter, ich dachte schon in 5 Sekunden, ey. So. Meine Fresse, Alter. Oh Gott, Michi hat gerade eine Frage in der Gruppe gestellt, auf die ich gerne antworten würde, aber wir fahren jetzt erstmal kurz noch. Zu Ende den Puff hier. Sind ja auch gleich schon durch. Hallo, aua. Das fing gut an und dann habe ich nachgelassen, leider. Ehre. Sehr schön. Das haben wir geschafft. Wir sind Platz 88. Ehre. Juti, dann würde ich sagen, reicht's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.